hallo Jungs, ich bin Charlie, Charlie Manson. Hey, das ist er! Das ist Charlie Manson! Auf dem euer Leben, Jungs! Schönen guten Tag zusammen! Ich bin Charles Manson, Massenmörder aus Prinzip. Denn ich hasse Menschen, Drogen, Alkohol, Grabschändung, Sex und sinnlose Gewalt. Für euch klingt das krank, doch das ist mein Lebensinhalt. Und ich kämpfe meine Alltagsschlacht jeden gottverdammten Tag und werd jeden Morgen neben dem Kopf einer anderen Schlampe wach. Wo der Körper liegt, hab ich dann meist vergessen. Zu viel Sex on the beach, zu viel Sex mit leichten Mädchen. Ich schneid deiner Schwester ihre Titten ab zum Abendessen und leck währenddessen ihre Reste ab vom Schlachtermesser. Und du abgefuckter Penner läufst von Zweifel um dein Leben, so wie ein Ziel in Surviving the Game. Und du schreist wie ein Schwein, kurz vor der Schlachtung. Hör auf rumzublüten, bitch, ich schenk dir keinerlei Beachtung. Wie auf der stillen Treppe, Faggot, ich will deine Rippen dreschen und zauber mir so auf meine Lippen ein Lächeln. Und gute Laune, jetzt gehen alle Huren laufen. Denn es ist sehr leicht rassistisch, anarchistisch, gute Laune. Sektenführer Charlie Manson mit Heckenschere und gutem Aussehen lockt er all die Mädchen in sein Sektenquartier das Haus an. Hier findet die Planung statt von früh bis spät, Tag und Nacht. Hier hatten wir schwarze Messen zu gedröhnten Trips und harten Schnaps. Meine Jünger sind bekiffte Hippies mit Filzzöpfen, die ich mir gefügig mache mit Songs der britischen Pilzköpfe. Es bringt mich zum Brechen, so viel Glück und Freude sehen zu müssen. Drum geh ich auf Menschenjagd und brat mir ein paar Jägerschnitzel. Schlag wie ein Gestörter mindestens 100 Mal auf eure Köpfe und verspeise eure Hirne, weil ich Hunger hab. Hält das Geld her, bis das Blut aus ihren Schädeln spritzt. Verstümmelte Leiber, gebrochene Knochen, bis nichts mehr von ihnen zu sehen ist. Außer einer blutigen Pfütze auf dem Laminat. Kniet euch vor mir auf den Boden und tut, was der Charlie sagt. Es wird eine Menge Blut fließen und etliche Unschuldige werden dabei draufgehen.